Lesungen darüber halten und mir Rückmeldungen geben, welche Personen Sie eventuell noch gekannt haben. Dann könnte das Produkt, das zweibändige Werk Zeugen für Christus, das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, auch für Ostpreußen fruchtbar werden. Vielen Dank. Ich bin sogar gerne bereit. Darf ich zunächst fragen, hat jemand einige dieser von mir kurz vorgestellten Personen noch gekannt? Ja, sagen Sie wen? Einen guten Kontakt gehabt mit Dr. Reifert, den Sie ja auch genannt haben. Ja, aber dass Dr. Reifert selber bei Braunstein bin, habe ich auch eine Beziehung und auch Kontakte. Kannst du vielleicht auch einige noch nennen, aber die ich jetzt auch nicht bei mir habe, oder? Vielleicht geben Sie mir Ihre Visitenkarte. Sie sehen, wir können vielleicht doch noch das Letzte retten. Denn es ist für mich auch als Historiker eigentlich schade, wenn man sieht, diese Zeit zwischen 33 und 45 ist für Ihr Land eigentlich noch nicht wirklich ausgearbeitet. Das ist eigentlich sehr schade, finde ich. 70 Jahre nach dem Tode ist diese Zeit noch nicht wirklich aufgearbeitet. Sie wissen ja auch, aus welchen Gründen das immer wieder verschoben worden ist. Aber sind Sie bereit, mir Ihre Visitenkarte zu geben? Was Sie sagen, ist historisch nicht falsch. Nur mein Auftrag war, wenn ich das zu meiner Person sagen darf, ich war als Schüler des jetzigen Papstes 12 Jahre in Rom tätig und die Deutsche Bischofskonferenz suchte jetzt einen, der dieses Martyrologium zu schreiben in der Lage ist, sodass ich von oben zurückkehren musste nach Köln, meinem Heimatort, und habe dort mehr oder weniger vom Nullpunkt aus begonnen. Und die Arbeit musste auch in einem gewissen Akkord geschrieben werden, denn bis zum Jahre 2000 sollten diese Bände fertig werden. Im ersten Anlauf hat mir die Visitatur Ermland mit Sitz in Münster tatkräftig geholfen. Vielleicht kennen Sie den Namen von Frau Triller. Frau Triller hat die meisten Lebensbilder für das Ermland geschrieben, aber sie hat oft gestöhnt und gesagt, ich habe so wenig Material, dass ich kaum ein Lebensbild erstellen kann. Es war bitteschön nicht meine Aufgabe, jetzt über den Versailler Vertrag zu reden, aber jetzt sind die beiden Bände da und ich sage Ihnen, auch die Profanhistoriker können jetzt nicht mehr sagen, ihr habt ja selber nicht eure Geschichte aufgearbeitet. Jetzt liegen die beiden Bände da und sind 8000 Mal schon veräußert worden. Man muss sie jetzt lesen, man muss sie verbreiten, damit diese Zeit auch immer wieder neu geweckt wird. Ja, Wölki ist mir bekannt, er hat mir geholfen, denn es ist ja so, die Lebensbilder, die Frau Triller entworfen hat, mussten ja gegengelesen werden. Man kann solche Lebensbilder nicht einfach eins zu eins übernehmen. Die Historiker wären darüber hergefallen, hätten sie kritisiert. Die Rezension, die sie auf ihren Plätzen haben, ist übrigens kürzlich erschienen in Ostpreußen Blatt. Ich wusste selber nicht, ist nicht von mir angefordert worden, aber Sie werden sehen, das ist ein riesiges Lob auf das zweibändige Martyrologium. Und deshalb sage ich, wenn Sie die Quellen mir nennen können, also die Ermland... Das ist eine Heimatbote und vermutlich in Ermland, was hätte man Ihnen das sagen müssen? Heimatbote. Und 1949 Jahre. Und Wölki hat, er ist ja über fast 90 Jahre alt geworden. Und Gott war immer dabei. Er hat mir geholfen, bestimmte Lebensbilder gegenzulesen, zu prüfen, denn das kann nur einer, der aus Ostpreußen selber kommt. Ein westlicher Historiker kann sich oft nicht in diese Lage hineinversetzen. Aber Sie verstehen bitte, wenn wir bei einigen Zeitzeugen und Gewaltopfern des ostpreußischen Raumes nur eine einzige Zeitzeugenschaft haben, sitzen wir hier doch in einer schwierigen Lage. Denn das kann ich Ihnen bestätigen als Historiker, auch der Zeitzeuge, so ehrlich er auch vorgehen mag,
Es kann sein, dass er Gedächtnislücken hat, Sie bestätigen es mir. Und es kann auch sein, dass er sagt, ja, ich bin ganz sicher, das ist an dem Tag geschehen. Und der Historiker muss sagen, es kann an dem Tag nicht geschehen sein. Es ist einfach unmöglich, an dem Tag sind gar nicht die Russen nach Allenstein eingezogen. Von dort aus mögen Sie verstehen, wir wollen die Zeitzeugen nicht reduzieren oder minimalisieren, aber es setzt sich etwas fest, das dann 100-mal wiederholt wird und wir müssen dann noch sagen, es kann so nicht gewesen sein, sei es mit dem Datum oder auch mit dem Ort. Also das ist einfach ein Ausdruck einer menschlichen Schwäche, die wir nicht verhindern können. Wenn wir aber schon mal zwei oder drei Zeitzeugen haben und die es auch schriftlich niedergelegt haben und die auch in den wesentlichen Punkten übereinstimmen, dann kann man es erkennen. Ich bin während meines Aufenthaltes in Ostpreußen nach Heilige Linde gegangen und plötzlich sagt mir einer, diesen Pater Herbert Schulz kenne ich, denn der war damals in Heilige Linde Seelsorger. Und dann habe ich, weil ich die beiden Bände nicht dabei hatte, weil die in Allenstein waren, dann habe ich gesagt, was wissen Sie denn noch von Pater Herbert Schulz, einem Jesuiten? Dann hat er mir einiges gesagt, ich habe mir alles notiert, ich habe mir seinen Namen und seine Anschrift notiert. Das sind so frohe Stunden eines Historikers, wo er sieht, dieser Mann, der schon längst aufgenommen wurde, war damals in Heilige Linde und einer, der dort lebt, kannte ihn noch und sagt, ja, ich erkenne ihn sofort wieder. Sie haben jetzt diese ideologischen Auswirkungen des Stalinismus und des Nationalsozialismus gezeigt. Aber wann hört Ihre Untersuchung auf? Denn soweit ich, Sie haben es jetzt gerade genannt, es waren ja auch bestimmte Dinge in der polnischen Kirche oder in dem polnischen Volk, die dann auf Leute eingewirkt haben. Das haben Sie hier nicht mehr erfassen sollen oder der Auftrag des Papstes lautete für die gesamte Weltkirche, die Blutzeugen des 20. Jahrhunderts dem Vergessen zu entreißen. Nun sage ich Ihnen etwas, was Sie vielleicht überrascht. Das Martyrologium Polskiego, das ist schon in den 70er Jahren geschrieben worden. Das sind vier dicke Bände. Ich muss sagen, ich neige mein Haupt vor diesen vier Bänden. Als in Deutschland noch keiner an die Aufarbeitung richtig dachte, haben die Polen ein riesiges vierbändiges Werk erstanden, das ich in meiner Bibliothek habe. Da sind aber 2500 Personen nur aus der Zeit unter Hitlers Terror zusammengestellt. Und weil das 2500 sind, von denen Sie ja wissen, dass über 1000 in Dachau gestorben sind, konnte jeder der Blutzeuge nicht wie bei mir 5 Seiten bekommen, wenn er es hatte, wenn wir so viel Stoff hatten, sondern er bekam nur noch 10, 15 Zeilen. Sodass es dann nur heißt, Chomsk Probost Sochaszewski, Roku, also geboren, dann geweiht, gelebt und gestorben. Das heißt, das polnische Martyrologium war so knapp gehalten, dass jeder nur 10 Zeilen bekam. Da muss man sagen, sie haben in den 70er Jahren schon eine starke verdienstliche Arbeit geleistet. Ich habe auch in meiner Bibliothek das russische Martyrologium, das ich freilich nicht lesen kann, aber man kann sehen, dass es doch Überschneidungen gibt, weil wir viele Russlanddeutschen haben, die an der Krim gesiedelt haben, sodass wir von dort aus sehen, dieser weltkirchliche Auftrag gilt für jede Bischofskonferenz. Aber ich sage doch, das Deutsche hat 4 Auflagen und das hat kein anderes bekommen.